Frauenbauer, starke evangelische Frauen von der Reformationszeit bis heute. So nennt sich die Sonderausstellung anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums, die im Rathaus Murau eröffnet wurde. In verschiedenen Abteilungen kann man die Ausstellung bis Ende Juni besuchen. Die evangelischen Kirchen feiern ja heute das 500. Jubiläum des Thesenanschlages. Und in der letzten Zeit, in den letzten 20 Jahren, hat die Forschung herausgefunden, dass es Frauen gegeben hat, die in besonderer Weise an der Reformation mitgewirkt haben, inhaltlich, aber auch durch ihr Wirken, entweder als Frauen der Reformatoren oder Pfarrfrauen oder aber auch als Herrscherinnen, so wie die Anna Neumann hier in Murau. Jetzt haben Sie diese Ausstellung gegliedert. Und warum diese Einteilung in diese vier Abteilungen? Das hat sich eigentlich sehr natürlich ergeben. Das erste war, dass ich natürlich auf den Herrn Wieland zugegangen bin, der ja über die Anna Neumann sehr viel geschrieben hat. Dann natürlich mein Kustos, der Helmut Markel, hat mir das ja geholfen und die Grundidee stammt natürlich von mir. Und die Abteilungen haben sich ergeben aus der Gliederung, die wir grundsätzlich hatten, nämlich zurückgreifen auf die Bibel, dann die Lehre Luthers, der aus der Bibel geschöpft hat, und dann natürlich auch die zeitliche Abfolge gegen Reformation und Bildungspolitik und dann die Gegenwart mit unseren evangelischen Pfarrerinnen in der evangelischen Kirche. Im Bezirk Murau gibt es ca. 400 und Steiermark weit 42.000 Evangelisten. Auch im Diözesanmuseum wird es anlässlich des Jubiläumsjahrs einige Veränderungen geben. Also in unserem Museum selber bleibt die Dauerausstellung so, wie sie ist, aber wir haben zu dieser Sonderausstellung auch noch vor, die ehemalige und ursprüngliche Grabstätte der Anna Neumann wieder zugänglich zu machen. Und daher wird das Kirchenportal renoviert und restauriert und es wird dann an die Stelle dort, wo der Sarg in der Kirchenmauer war, eine Gedenktafel angebracht mit dem wunderschönen Epitaph, das dann heute jetzt in der Kapuzinerkirche ist, das aber ursprünglich dort war. Und diese Gedenkstätte ist dann offiziell zugänglich ab dem 24. September. Die Herrscherin Anna Neumann war für ihre Zeit eine Frau mit größtem Einfluss und Macht. Als ehemaliger Leiter des Schwarzenbergschen Archivs kennt Herr Wolfgang Wieland das Adelsgeschlecht so gut wie kein anderer. Ganze 45 Jahre beschäftigt er sich mit der Familie Schwarzenberg. Bei der Anna Neumann ist so vielfältig. Zum einen interessiert es die Leute am meisten, wenn es heißt, sechsmal geheiratet. Das ist schon einmal etwas Besonderes. Sie hat ein Alter von über 88 Jahren erreicht, ist reich geworden durch die vielen Erbschaften, aber nicht durch die Männer, sondern durch den Familienbesitz. Ihre Brüder sind alle verstorben. So hat sie den gesamten Familieneigentum geerbt. Ihre Kinder sind verstorben, so hat sie immer wieder jemanden zum Erben benötigt. Und das war damals eigentlich, wenn sie schon ein hohes Alter hatte, nur mehr nicht zum Adoptieren, sondern anstelle einer Adoption eine Ehe. Schwarzenberg ist durch die Anna Neumann nach Murau gekommen. Und zwar mit dieser letzten Ehe. 1617 hat Anna Neumann bereits beim Heiratsvertrag eine Schenkung für ihren Gatten und erfertigt, nach ihrem Tod soll er die Herrschaft Murau beerben. Und so ist es 6 Jahre später dann auch Wirklichkeit geworden. Und seither ist eben Schwarzenberg hier, damals war es noch eine Burg. Und nach ihrem Ableben hat Schwarzenberg dann das Schloss neu gebaut mit fränkischen Baumeistern, Steinmetzmeistern. Also sind Meister aus Deutschland gekommen, die in weiterer Folge dann auch in Lambrecht und in der Umgebung hier gewirkt haben. Jetzt im Zuge dieser 400-Jahr-Feier sind erstmals, glaube ich, auch wieder diese Gärten zu besichtigen und das Schloss. Ja. Es ist im heurigen Jahr vorgesehen, dass rund um dem Schloss diese Gartenanlagen freigegeben werden, auch für die Bevölkerung, dass sie hier hineingehen können, sitzen und einen Blick auf Murau werfen oder zuwarten, dass sie einen Zugang zum Schloss kriegen, zu einer Führung. Das 500-jährige Reformationsjubiläum fügt sich perfekt in die 400-Jahr-Feier des Fürstenhauses Schwarzenberg, das heuer von Juni bis Oktober in der ganzen Stadt Murau gefeiert wird.
Es trifft sich heuer wirklich gut, dass wir zwei Jubiläen hier auch in Mura begehen dürfen. Auf der einen Seite diese Ausstellung zum 500-jährigen Reformationsjubiläum der evangelischen Kirchen und zum zweiten, wie es der Zufall oder auch nicht der Zufall haben will, eben das 400-jährige Jubiläum der Familie Schwarzenberg, die eben seit dem Jahr 1617 hier in Mura ihren Hauptsitz genommen haben, eng zusammenhängend auch wieder zurückgehend auf die evangelische Kirche mit der Anna Neumann von Wasser-Lehrenburg, die Dame, die ja eine evangelische Bekenntnis es war, hatte dann in weiterer Folge auch die Geschichte der Stadt sehr stark geprägt und in der Nachfolge dann eben das Haus Schwarzenberg. Zu diesem gesamten Themenbereich wollen und werden wir eben eine schöne Ausstellung konzipieren, die dann am 16. Juni offiziell beginnen wird, mit einem Europagespräch, an dem Karl Schwarzenberg höchstpersönlich teilnehmen wird, hochkarätig moderiert von Hubert Batterer, dem Chefredakteur der Kleinen Zeitung. Und in weiterer Folge sind dann viele, viele Veranstaltungen in der Stadt, auch unter Einbeziehung der Bevölkerung geplant, mit einer schönen Ausstellung, an der wir gerade intensiv arbeiten. Und so glaube und so hoffe ich, dass dieses Jahr für Mura ein sehr gutes werden wird. Wir wünschen uns viele Gäste, viele interessierte Besucherinnen und Besucher und wollen damit Mura auch wieder stärker in der Öffentlichkeit wahrnehmbar darstellen. Bei der 400-Jahr-Feier wird es so manche auch optische Veränderung geben. Sehr markant wird die neue Abendbeleuchtung des Schlosses diesmal in Blau bzw. in den Farben des Fürstentums Schwarzenberg sein. Wir werden optisch auch einige Details einplanen. So wird das Schloss während der Ausstellungszeit, also über diese 3-4 Monate, dann auch nicht mehr im jetzt gewohnten Orange-Licht erscheinen, sondern im Blaulicht, also das heißt in den Formen des Hauses Schwarzenberg. Es werden entlang der Murpromenade und in den Stadtbereichen kleinere bauliche Einrichtungen, Stelen errichtet werden, wo man dann die Historie auch nachvollziehen und nachverfolgen kann. Und auch im Bereich der Kapuzinerkirche, die ja auch dann als gegenreformatorische Maßnahme des letzten Ehegatten, der Anna Neumann gegründet worden ist, wird es dann auch eine Installation geben und viele, viele Dinge mehr. Die Herausforderung ist die, dass man die Leuchtmittel, also das gelbe Licht jetzt durch weißes Licht ersetzen müssen. Da müssen wir bei den Scheinwerfern gewisse technischen Umbauten machen. Die Strahler sind sehr starke Strahler, das heißt, die Glasscheiben dieser Strahler werden ziemlich heiß. Also da kann man nicht jetzt hergehen, dass man einfach eine blaue Folie drüber klebt. Das würde die Folie nicht aushalten. Also wir mussten oder müssen da eine spezielle Konstruktion machen, damit sichergestellt ist, dass die Wärme von dem Strahler abgeführt werden kann. Und letztlich müssen wir die Folie auch schützen gegen Witterungseinflüsse. Also es sind schon einige Maßnahmen erforderlich. 2017, ein Jahr zum Feiern und Mura mehr denn je als attraktiver Anziehungspunkt vieler Besucher und Besucherinnen. Mittels eines 1,5 Kilometer langen Rundgangs wird man durch die ganze Stadt geführt. Und nach so viel Geschichte darf man sich gerne in der neuen Brauerei der Sinne noch mehr Sinneseindrücke holen. 500 Jahre Reformation und 400 Jahre Familie Schwarzenberg. Eine geballte Ladung an Geschichte, die hochkarätig gefeiert wird.